Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Das Jahr 2018 neigt sich langsam seinem Ende zu. Deswegen haben wir beschlossen, unsere Top-Spiele des Jahres auf einer Liste zusammenzustellen. Generell euer Eindruck, Jahr 2018 für Eurogamer wie mich war es ziemlich gut. Bei mir war tatsächlich nichts dabei, was mich total vom Hocker gerissen hat. Also okay. Muss ich ganz klar sagen, dass in den letzten Jahren irgendwie so ganz große Sachen, die mal rauskamen, wenn ich jetzt die letzten 5 Jahre zurückblicke, sowas wie Time Stories oder Pandemic Legacy, das war dieses Jahr nicht dabei. Also es waren gute Spiele. Ich denke auch, dass ich die meisten für mich interessanten Spiele gespielt habe, sodass ich sozusagen eine relativ sichere Top 5 erstellen konnte. Aber es war jetzt nichts dabei, wo ich so sage, so wow, das wird jetzt die Jahre mit Sicherheit überdauern. Ja, mir ging es auch so. Ich glaube, dass es ein ganz gutes Spieljahr war, auch jetzt für eben Eurogamer. Aber mir hat eben auch so das Highlight gefehlt, wo ich sage, wow, das haut mich jetzt vom Hocker. Dann lassen wir uns überraschen. Um meinen Platz 5 haben 2 Spiele konkurriert, die mehr oder weniger aus demselben Genre sind. Und zwar aus diesem ja, Tabu-Wörterraten-Genre. Und zwar einmal Just One, was kooperativ ist. Ich habe mich dann aber für Trap Words entschieden, weil es ein bisschen mehr ja, Konfliktpotenzial und auch ein bisschen das Thema und den Wiederspielwert erhöht durch verschiedene Karten und Effekte. Es geht bei Trap Words darum, dass wir 2 Gruppen bilden. Wir spielen gegeneinander. Wir versuchen uns in der Gruppe Wörter zu erklären. Wie bei Tabu gibt es verbotene Wörter, die kennen wir aber innerhalb der Gruppe nicht, sondern diese Wörter setzt die andere Gruppe für uns als Fallen sozusagen auf. Das Ganze ist so ein bisschen so im Dungeon-Theme gehalten. Ja, ich mag das Thema, aber ja, natürlich ist es aufgesetzt, brauchen wir nicht reden, aber es ist ein nettes Thema dabei. Und durch so Monster- und Fluchkarten bleibt das Ganze abwechslungsreich. Also für mich ein schönes Spiel, was es auf meiner Top 5 geschafft hat. Auf meinem Platz 5 ist eins der beiden Unique Games, die dieses Jahr rausgekommen sind, und zwar Keyforge. Das ist ein Kartenspiel. Es ist deswegen unique, weil es fertige Decks zu kaufen gibt und jedes Deck ist anders. Es gibt 3 Fraktionen pro Deck, die auch immer gleichwertig sind und halt verschiedene Rarities, also Seltenheitsstufen haben. Und es geht darum, dass jeder hat einen eigenen Avatar, der eben vorgibt, welche Karten in dem Deck sind, also von welchen Fraktionen. Und man muss Ember ansammeln, also Ressourcen, um Schlüssel zu schmieden. Ich finde, mir gefällt sehr gut das Spiel. Wir haben jetzt schon ein paar Decks durchprobiert. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es halt keinen Deckbau ermöglicht, weil es einfach keine Deckbauregeln gibt und auch nicht dafür vorgesehen ist. Das fände ich aber eigentlich noch ganz spannend. Aber ansonsten spielt es sich sehr gut und ja, wenn man so ein paar Partien hinter sich hatte, kommt man auch richtig gut rein. Kommen wir zu Platz 5, meine 2018 Worker Placement Liste. auf Platz 5 befindet sich bei mir das Spiel Newton. Ein Spiel, bei dem jeder Spieler ein aufstrebender Wissenschaftler im 15., 16. Jahrhundert in Europa ist, der über unterschiedliche, der forschen muss oder arbeiten muss, Geld verdienen muss, in Europa an unterschiedliche Universitäten reisen muss, um sich weiterzuentwickeln und damit letztendlich Siegpunkte zu sammeln. Es ist ein schönes Spiel, einfach deswegen, weil so ich finde das Thema Wissenschaft und Ressourcenmanagement ist irgendwie, es funktioniert ganz gut und es macht Spaß zu spielen. Auf meinem Platz 4 ist ein Kickstarter-Projekt, wo jetzt gerade die Erweiterung noch im Late Pledge verfügbar wäre, wenn es euch interessiert. Und zwar geht es um Everdell. Wir hatten es auch nicht unterstützt bei Kickstarter, sondern hatten es uns dann noch in Essen geholt. Es geht darum, dass wir ja in die Rollen von Kleintieren schlüpfen, Schildkröten und Ratten etc. Und wir errichten sozusagen eine Siedlung und versuchen halt möglichst viele Siegpunkte zu bekommen über diese Siedlung dann. Also es ist auch ein Worker-Placement-Mechanismus, auch das einzige auf meiner Liste. Genau, bin gespannt, ob es Max auch auf der Liste hat. Was vor allen Dingen halt daran finde ich toll ist, ist das Thema. Eben und auch die Artworks, wie es aufgemacht ist. Dann gibt es einen tollen Baum aus Karton, der ist eigentlich total sinnfrei, einfach nur Deko, aber es sieht halt hammergeil aus. Also ich glaube, das ist definitiv das schönste Spiel des Jahres. Dieses Spiel hat unglaublich viel Flair. Also das haben die gigantisch gut umgesetzt. Ja. Auf meinem Platz 4 befindet sich das Kennerspiel des Jahres, die Quacksalber von Quedlinburg. Ein Push-Your-Luck-Game, das vielleicht sogar noch familientauglich ist.
Bei dem es einfach darum geht, jeder von euch ist einer der Quacksalber, die sich in Quedlinburg treffen und dann 7 Tage lang versuchen, etwas zu brauen. Dabei zieht ihr aus einem Sack so lange Zutaten für euren Topf, bis ihr zu viele Knallerbsen gezogen habt. Das heißt, ihr müsst euch gut überlegen, wie weit oder wie lange ihr das machen wollt. Ich bin normalerweise kein großer Freund von Push-Your-Luck-Games, weil das so ein bisschen die Frage ist, also es geht darum, wann man optimalerweise jetzt aufhört oder stoppt. Und das ist irgendwie ein mathematisches Problem für mich, aber in diesem Spiel ist es echt gut umgesetzt und macht Spaß zu spielen. Auf meinem Platz 4 ist tatsächlich ein Spiel, was gerade schon auch erwähnt wurde, nicht Quacksalber, sondern Everdale. Deswegen werde ich mich ganz kurz halten. Ich bin normalerweise nicht der riesen Worker-Placement-Fan, aber das Thema ist einfach gigantisch umgesetzt. Es hat wunderschönes Artwork. Das Material ist teilweise sinnlos, da gebe ich voll ganz recht mit dem Baum. Wobei, ich meine, spart ein bisschen Platz, weil es halt in die Höhe baut. Also, es sei mal dahingestellt, wie sinnvoll es ist. Aber wie gesagt, also das Thema und das Artwork ist einfach gigantisch. Und ja, man kann ineinander sozusagen auch reinpfuschen ein bisschen. Es ist aber nicht ganz so stark. Man kann sich eher auf seine eigene Siedlung konzentrieren. Man hat seine eigenen Karten, nicht nur die aus der Auslage, die man sich wegkaufen kann. Es ist wirklich toll gemacht und hat es als Worker Placement Game tatsächlich auf meine Liste geschafft. Auf meinem Platz 3 befindet sich jetzt ein Spiel, das aus meinem Eurogame-Bereich vollkommen ausbricht. Es handelt sich um Detective, a Modern Crime Board Game. Ich habe jetzt bloß den englischen Titel mit aufgenommen, aber es gibt es auch auf Deutsch oder es wird noch auf Deutsch erscheinen. Das gibt es schon. Das Krimi-Brettspiel. Ah, das Krimi-Brettspiel, dankeschön. Es ist tatsächlich ein Spiel, bei dem ihr 5 konsekutive, also aufeinander folgende Kriminalfälle spielt. Dafür braucht ihr optimalerweise immer dieselbe Gruppe, damit ihr sozusagen die Spiele dann ineinander verstrengt sind, dahingehend, welchen Hinweisen ihr davor gefolgt sind. Die mischen sich dann in spätere Spiele mit rein. Mehr will ich gar nicht verraten. Das, was richtig cool ist, mir ging es zumindest so, ihr habt wirklich das Gefühl, ihr seid Detektiv in diesem Spiel. Es dauert ziemlich lang oder kann ziemlich lange dauern, bis 3, 3,5, 4 Stunden. Aber ihr arbeitet wirklich, das ist wirklich Detektivarbeit, die ihr leistet. Ihr könnt in einer Online-Datenbank nachschauen, ihr müsst euch genau anschauen, an welchem Zeitpunkt wollt ihr wo sein, wie viel Stress wollt ihr euren Ermittlern zumuten, lauter solche Dinge. Ich finde, das ist super umgesetzt. Auf meinem Platz 3 ist Xcode von Amigo. Das Ganze ist ein kooperatives Set-Collection-Spiel und Karten-Weiterreich-Spiel. Man versucht gegen die Zeit möglichst schnell Kartensets zu bekommen. Man tauscht aber im Kreis rum immer sozusagen die Karten mit seinem linken und seinem rechten Nachbarn. Und was auf den ersten Blick ein sehr simples Spiel ist, wird immer komplexer, weil das Spiel tatsächlich so eine Art Legacy-Mechanismus hat. Also, da lässt sich jetzt drüber streiten, man kann es auch als Kampagnenmodus beschreiben für ein Spiel, wo man niemals denken würde, dass es einen Kampagnenmodus hat. Aber es ist halt sehr nett, weil es gibt erstmal sozusagen die Grundregeln und dann gibt es in der Schachtel so 3 verschlossene Boxen und immer wenn ich 3 Missionen geschafft habe, dann darf ich die nächste Box öffnen und das sind dann neue Karten, Materialien, Regeln drin, die das Spiel nochmal erweitern. Es ist natürlich einerseits ein bisschen ein Gag, theoretisch könnte man es direkt von Anfang an präsentieren, aber mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach zu sagen, was kommt denn als nächstes jetzt. Es ist ein schnelles Spiel, was man leicht erklären kann, was man auch zwischendurch schön spielen kann und was in den letzten Leveln wirklich ordentlich herausfordernd ist. Also hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und es erlaubt auch Kommunikation. Viele andere kooperative Spiele, die auf Zeit gehen, erlauben manchmal die Kommunikation nicht so stark. Ich sage jetzt mal so Magic Maze, was auch ein tolles Spiel ist natürlich. Aber mir hat es gefallen, dass man sich hier auch wirklich mal ein bisschen unterhält, auch mal anschreit im Notfall, weil man panisch versucht, noch die Karte zu bekommen, bevor die Zeit abläuft. Der andere kann die aber nicht tauschen. Also wirklich ein schönes Spiel an der Stelle, was ich wirklich genossen habe. Ja, und laut Anni von Amigo selber ist die letzte rote Mission kaum zu schaffen, aber wir arbeiten noch hart daran, das zu widerlegen. Ja, kann ich zu viel sagen, sonst nehmen wir spoilern wir was. Ja. Wenn es wirklich immer das Legacy-Game voll und ganz erachtet, dann sagen wir jetzt nichts dazu, was schwieriger wird. Genau. Auf meinem Platz 3 ist Stuffed Fables bzw. Herr der Träume, also es erscheint jetzt auch auf Deutsch. Im Dezember ist ein kooperativer Dungeon Crawler. Das gibt es ja viele. Das Besondere ist, dass es ja kindgerecht gemacht ist. Also es ist für Kinder ab 7 Jahre. Und man spielt sozusagen ein Buch durch. Also man spielt einzelne Seiten eines Buches und erlebt da sozusagen wirklich eine tolle Geschichte. Die Figuren sind sehr süß gemacht. Es ist sehr schön illustriert. Und ja,
Ich freue mich drauf, es mal mit Emil zu spielen, wenn er mal so alt ist, aber es dauert noch ein bisschen. Wobei die Figuren teilweise schon ein bisschen gruselig sind. Ich erinnere mich so an Ja. Toy Story 1, wo dann Woody im Sitzzimmer ist und da diese ganzen verunstalteten Figuren gekommen sind. Wow, ey. Also. Ja, ist ja auch ab 7. Okay. Ja, also. So alt war ich auch, als ich das gesehen habe. Auf meinem Platz 2 ist ein Spiel, was ich schon auf meiner Liste hatte für Essen, von den Spielen, die ich mir unbedingt anschauen und zulegen wollte, und zwar ist es Cryptid. Cryptid ist ein Deduktionsspiel, bei dem es darum geht, dass wir Forscher sind und wir versuchen, ein unbekanntes Lebewesen, also man kann sich so vorstellen wie Nessie oder was ähnliches, zu finden. Wir haben ein modulares Board, das aus ganz vielen verschiedenen Feldern besteht, die zum Beispiel verschiedene Untergründe auch darstellen, also Terrain. Und eines dieser Felder, dort befindet sich das Monster. Der Punkt ist, jeder Spieler hat nur einen Teil Information, er weiß also nur ein bisschen was. Und wenn wir dran sind, dann haben wir die Möglichkeit, entweder einen anderen Spieler etwas zu fragen zu einem Feld. Zum Beispiel, könnte das Monster auf diesem Feld sein, ja oder nein? Der Spieler muss dann durch das Legen von Scheiben oder Würfeln beantworten. Oder ich versuche an einem Ort selber zu suchen und hoffe, dass da das Monster ist. Wenn es ein anderer Spieler widerlegen kann durch seinen Clue, den er besitzt, also durch seinen Hinweis, dann ist es gescheitert. Sollte er es nicht widerlegen können, dann habe ich den richtigen Ort gefunden und gewinne damit das Spiel. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Das einzige kleine Manko ist vielleicht so ein bisschen das Material, was mittelmäßig ist, also jetzt nicht schlecht von der Qualität her, von der Pappe, Stärke oder sowas, aber nein, es ist halt so ein sehr simpel gehaltenes, modulares Board, was so ein bisschen an ja, Artwork von Kingdom Builder, wenn wir jetzt vielleicht so ein Spiel des Jahres Vertreter mal nehmen wollen, erinnert. Aber ansonsten wirklich ein tolles Spiel, was Spaß macht, wo man die Informationen nicht zu viel preisgeben darf, von der eigenen natürlich. Und also wenn ich sozusagen was frage, kann der Gegner schlussfolgern, okay, dann wird er das vielleicht nicht haben. Also wirklich ein schönes Spiel. Auf meinem Platz 2 kann ich mich kurz halten, weil das ist was der Max schon auf seiner Liste hatte, und zwar Detective, das Krimi-Brettspiel. Ja, Max hat schon gesagt, es gibt 5 Fälle in dem Spiel, es gibt einen Metaplot. Und das Besondere eben, das besonders Tolle an dem Spiel ist, dass es eben versucht, diese vierte Wand zu durchbrechen. Also diese Wand zwischen, ist es jetzt ein Spiel und Realität. Also man hat wirklich das Gefühl, wir schlüpfen nicht nur in die Rolle von Ermittlern, sondern wir sind selber Ermittler, eben dadurch, dass wir auf reelle Sachen wie das Internet und eine Datenbank zurückgreifen können. Und das ist das besonders Spannende, und die Fälle sind auch durchaus sehr herausfordernd. Auf meinem Platz 2, das war ganz knapp zu Platz 1, befindet sich ein Spiel, das die beiden schon auf ihrer Liste hatten, Everdell. Es ist einfach, bloß um das nochmal zu sagen, schaut es euch an, das Artwork ist, ich finde das großartig, also auch die gesamte Thematik. Und ich meine, ja, der Baum ist nicht notwendig, auf dem dann nochmal zusätzliche Missionskarten sind und auch Worker auch nochmal drauf. Aber die Ressourcensteine sind großartig, Und auch dieser Baum, das gibt halt dem Ganzen so unglaublich viel Flair, weil du halt tatsächlich das Gefühl hast, du bist in einer, du baust dir deine Siedlung aus kleinen Waldtieren oder mit kleinen Waldtieren, und du baust Gebäude und du hast Leute, die in dieser Siedlung wohnen. Ist großartig. Glücklicherweise, es gibt diese Bären als Ressourcen, als eine mögliche Ressource, und ich hatte schon Angst, sie rollen nicht zu stark, weil das ist das Einzige, das hat mich so ein bisschen an Abyss erinnert, wo die Ressourcen so Perlen sind und die man einfach nicht liegen lassen kannst, weil die rollen, dann hast du so Schalen, wo du sie reintust, und dann sieht man aber nicht, wie viele Ressourcen man hat. Also glücklicherweise wurde das gekonnt umgangen, dass sie so ein bisschen abgeflacht sind unten, die Bären. Mein Platz 1 schließt nahtlos an meinen Platz 2 an, denn es ist auch ein kooperatives Krimispiel, und zwar ist es Chronicles of Crime. Ich war schon immer ein Fan von Sherlock Holmes Consulting Detective, wenn euch das was sagt, wo es ja einfach nur Hefte gibt, wo man lesen muss, so ein bisschen rätselmäßig, wenn du den und den befragen musst, geh zu der Seite oder zu der Seite, bla bla bla. Und Chronicles of Crime macht das Ganze eigentlich ähnlich, aber einfach nur besser, in dem Sinn, dass es noch eine App einbindet und man sozusagen die Leute, die man befragen kann, und die Orte, die man sich anschauen kann, haben einen QR-Code, und den muss man halt scannen mit der App, und dann sagt einem die App eben, was der Mensch mir mehr erzählt oder wie der Ort ausschaut, und es ist da eben noch so eine VR-Umgebung bei den Orten, wo man Hinweise finden kann, mit eingebunden, wo man halt selber da eben schauen kann und nach Hinweisen suchen und so. Also das finde ich sehr gut gemacht.
Vor allen Dingen eben gefällt mir diese Kombination eben aus der App und der VR-Umgebung zusammen mit diesem Rätselraten. Ja, also wenn euch Sherlock Holmes Consulting Detective gefallen hat, dann wird euch das bestimmt auch gefallen. Du hast Worker-Placement-Spiele auf deiner Liste? Ja. Perfekt, dann würde ich mich jetzt kurz einklinken an der Stelle, weil sonst ist der letzte Platz von mir dann so unbedeutend, weil ich schließe mich voll und ganz der Kathi an, genau aus den gleichen Gründen. Großer Sherlock-Holmes-Fan und das ist wirklich die moderne Umsetzung davon und es ist grafisch schön gemacht und was ich wirklich sagen muss, es setzt die digitalen Medien, also jetzt sozusagen die App und das VR-System, wirklich gut um und es ist sinnvoll, dass es eingebaut ist. Im Vergleich zu ganz vielen anderen Spielen, wo mal eine VR-Umgebung mit eingebaut ist, die aber mehr oder weniger vernachlässigbar ist oder wo eine App dabei ist, wo du sagst, okay, es hätte man es auch anders regeln können. Wirklich toll, das brauche ich dafür, das macht es gut, es sorgt dafür, dass Probleme, die früher bei Sherlock Holmes waren, nicht mehr auftreten, dass ich zum Beispiel zu früh an einen Ort komme und dann Informationen bekomme, ich sage, hä, welche Person, von wem reden wir denn da bitte? Es kann einen Zeitfaktor mit einbauen, dass sozusagen nach einer gewissen Zeit etwas anderes passiert, was bei Sherlock Holmes fast nicht möglich war. Ich meine, es gab diesen Queen's Park Affair oder irgend sowas. Nicht spoilern. Nein, das ist ein mehrteiliger Fall gewesen. Das ist ja nicht gespoilert. Da ist halt ein Zeitfaktor mit dabei. Keine Sorge, ich sage nicht, was drin ist. Mhm. Aber wirklich ein tolles, tolles Spiel. Und für mich im Vergleich, ich habe Detective nicht mit drauf gehabt. Für mich deswegen, ich habe mich für eins entschieden und das ist meines Erachtens das für mich zumindest bessere Detective-Spiel. Also, ich mag Detektiv-Spiel. Ich mag halt Chronicles of Crime noch ein bisschen. Also, ich mag Detective offensichtlich auch, sonst hätte ich es nicht auf meinem Platz. Ich finde es auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber ich finde halt Chronicles insofern noch besser, dass es noch entschlackter ist. Mhm. Also, man kann eigentlich sofort loslegen, weil das Einzige, was man wissen muss, ist, dass man die Leute und die Orte mit dem Handy scannen kann. Und also, Regelstudium und Erklären sind 5 Minuten und man kann direkt in medias res. Und es ist super im Vergleich, jetzt muss ich einfach noch dazu sagen, zu Sherlock Holmes auch. Du hast was auf dem Tisch liegen. Du hast Karten von den Personen und du kannst dich besser erinnern, was war da. Das heißt, bei Sherlock Holmes ist es irgendwann, dass du bei manchen Fällen 10 Namen und so, boah, ich weiß es nicht mehr, wer war denn das jetzt eigentlich? Und da hast du einfach, ach ja, das war die Person und die war in einem Park, da habe ich sie gefragt und ey, dann kommen die Erinnerungen ganz leicht wieder auf. So, auf meinem Platz 1 befindet sich kein Krimi, kein weiteres Krimi-Spiel. Das wäre doch dämlich gewesen. Auf meinem Platz 1 befindet sich ein Spiel, das ich auf meiner Essenliste hatte. Damals war es, glaube ich, auf Platz 4 und zwar ein Worker-Placement-Spiel mit dem Namen Gugong. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig ausspreche, weil da sind so komische Striche über dem U und über dem O, aber keine Umlautstriche, deswegen weiß ich nicht, was das genau ist. Es ist ein Worker-Placement-Spiel, das in China des 14., 15., 16. Jahrhunderts, ich habe vergessen, welches Jahrhundert genau, sich befindet und ihr seid chinesische adlige Familien, die versuchen müssen, andere Offizielle zu bestechen und da Korruption verboten war, macht man das jetzt mit Geschenken geben und Geschenken nehmen. Das heißt, ihr gebt dem Berater ein Geschenk und er gibt euch ein Geschenk zurück und darüber versucht ihr dann eure Aktionen zu regeln, Ressourcen zu sammeln. Ihr müsst auch Arbeiter richtig übers Board platzieren, wo ihr dann hingehen wollt. Insgesamt ein sehr schönes Spiel, ein thematisch sehr schönes Spiel, das mir einfach viel Spaß bereitet hat, als ich es gespielt habe. So, und damit sind wir am Ende unserer Liste angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Spiele habt, die unbedingt auf eure Liste mit drauf gehören, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.